Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute gibt es mal wieder was zu Unboxen. Wir haben hier zugeschickt bekommen Bluetooth-Kopfhörer von der Firma Nanka, so würde ich es aussprechen. Nanka vielleicht auch. Packt das Ganze hier einmal aus und ihr seht, es ist schon eine ziemlich schöne Verpackung. So eine Art Giftbox, das finde ich ganz cool. Und wenn ich hier einmal das kleinere Döschen rauskohle, da ist einmal ein USB-C auf Typ A-Kabel drin. Damit kann man das Ganze dann laden. Das Case, was gleichzeitig auch ein Ladecase ist, seht ihr hier einmal. Es ist schön rund. Sehr, sehr glossy, also Fingerabdruckmagnet definitiv. Super leicht, das kann ich jetzt schon sagen. Und wenn wir es hier aufmachen, sehen wir die Kopfhörer einmal drin liegend. Es ist vom Style her wie die Kopfhörer von Apple, die erste und zweite Generation, die AirPods. Also kein In-Ear, was quasi für ein passives Noise Cancelling natürlich auch sorgen kann, sondern einfach so zum Einhängen im Ohr. Ich habe das Ganze jetzt mehrere Tage testen können. Ich habe so In-Ears durch die AirPod Pro jetzt immer wieder getestet und im Einsatz gehabt. Und ich finde es super, weil das Noise Cancelling da auch nochmal hilft, sich abzuschotten. Was bei so alternativen Kopfhörern natürlich gut ist, ist, dass das Ohr ein bisschen besser belüftet ist. Das finde ich viel praktischer manchmal auch. Jetzt, wo die Tage auch wärmer werden, ist das ganz angenehm. Von der Soundqualität bin ich echt überrascht. Es ist in den Mitten, Höhen und Tiefen sehr ausgewogen. Ich könnte ein bisschen mehr Bass vertragen. Das wäre für mich als Hip-Hop-Hörer und R&B-Listener schon ganz cool. Aber es hat mich echt überrascht, weil die Materialqualität, die lässt schon ein wenig zu wünschen übrig. Das ist sehr leicht und sehr plasticky. Die Verpackung hat schon mehr hergemacht, als es letztendlich war. Aber der Sound, der kann überzeugen und das ist das Wichtige. Und da kann ich echt jedem empfehlen, wer sich da die Idee macht, so ein etwas günstigeres Modell zu kaufen, was von der Soundqualität ziemlich gut ist. Da kann ich auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. So ein richtig aufwendiges Video werde ich hierzu nicht möglich machen. Das ist etwas, was mir hier zugeschickt worden ist. Und wenn man mir hier was zuschickt, will ich gern auch mal was dazu auch machen. Und ja, das war dann quasi meine erste Meinung dazu. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.